Kanal-Update. Mit dem heutigen Video wollen wir mal in die Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart schauen und euch ein Update über diesen Kanal geben, der nur durch euch treue Anhänger erst Wirklichkeit wurde. Der Wahnsinn geht weiter und wir arbeiten mit Hochdruck daran, euch den Mythos besser, schöner und aufregender zu gestalten. Wenn ihr noch dran seid, unterstützt unsere Arbeit, zerstört den Like-Button, zerlegt den Algorithmus und lasst einen Kommentar für die Anhänger des Mythos da. Ihr wollt mehr vom Mythos? Dann vergesst nicht, ein Ticket zu ziehen und ein Abo dazulassen. Reist mit uns an den Rand des Wahnsinns. Kanal-Update. Derzeit betreiben wir, wie ihr wisst, das Ganze natürlich nur als Hobby. Dennoch wollen wir mit euch den Kanal weiter ausbauen und den Mythos weiter verbreiten. Vielleicht auch in Zukunft den Mythos zu euch nach Hause bringen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind daran, tolle Designs und großartigen Merch für euch zusammenzustellen. Da das Ganze aber noch im Aufbau steckt, werden wir fürs Erste noch keine genauen Daten dazu nennen, aber es wird überragend und wir hoffen natürlich, dass ihr genauso viel Spaß daran haben werdet wie wir. Um das Ganze natürlich schneller realisieren zu können, wollen wir euch die Möglichkeit geben, durch eine Kanalmitgliedschaft den Mythos zu fördern, Teil des Zirkels zu werden, um uns auch die Möglichkeit zu verschaffen, mehr Zeit und Leidenschaft in den Kanal stecken zu können. Mit tollen Emojis und Titeln, die euren Kommentaren hier nochmal mehr Aufmerksamkeit verschaffen werden. Auch richten wir gerade für euch einen Discord-Server ein, um Leute wie du und mich, die Spaß an den Werken Lovecrafts haben und über den Mythos sprechen wollen, zusammenzubringen, Events zu teilen und in Zukunft auch darüber nichts mehr zu verpassen. Der Mythos ist noch lange nicht zu Ende und es gibt noch so viele Mysterien und Legenden, unglaubliche Dinge, die es zu erforschen gilt. Sei es der Cthulhu-Mythos oder der Traumzyklus um Randolph Carter, Nyarlathotep, den Großen und Göttern der Menschen und viele Entitäten und mehr, die wir bisher nur oberflächlich angeschnitten haben, aber über die es noch so viel zu erzählen gibt. Ebenso warten viele auf die Fortsetzung um das vergessene Zeitalter. Seid gewiss, die Geschichten gehen bald weiter und dunkle Mysterien um eine geheime Archivstadt werden euch auch hier in den Bann ziehen. Auch haben wir jetzt schon mehrere Anfragen aus der Gaming- und Unterhaltungsszene bekommen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Mit wunderbaren Spielen, die an den Mythos anknüpfen wollen, wollen wir euch auch hier auf eine kosmische Reise mitnehmen. Auch im Bereich des Pen and Paper gibt es große Rollenspiel-Enthusiasten und Geschichten, Crossovers und mehr, die den Mythos aufgreifen und bereichern. Auch hier wollen wir euch auf eine kosmische Reise mitnehmen, wenn die Migu die Erde erobern oder die Menschheit selber den Weltraum besiedelt und den Mythos erkannt hat und damit lernen muss, umzugehen. Natürlich haben wir auch den Dune-Lore nicht vergessen. Die Nachfrage von euch ist groß und eure Kommentare haben wir nicht übersehen. Wie heißt es so schön, das Spice muss fließen und nur wer das Spice auf Arrakis hält, wird die wahre Macht um den Reichtum in der Galaxie innehalten. Und so versuchen wir auch dort, euch weiter Content zu liefern. Danke auch an dieser Stelle nochmal an die Community. Ihr seid es, die den Mythos bereichern und das Vermächtnis Lovecrafts mit euren Unterstützungen, Kommentaren und Likes am Leben halten. Deshalb scheut euch nicht, solltet ihr Anspielungen zu Lovecraft in Filmen, Serien und Spielen finden, dies in den Kommentaren oder per Mail den Anhängern mitzuteilen. Die Sterne positionieren sich neu und wir werden da sein, damit der Mythos nicht vergessen wird. Bleibt besinnen und verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn.